Was ich glaube, man sieht uns. Im Bild. Die Frage ist, ob wir uns auch online sehen. Und wir haben vorher diskutiert, was ist das Thema, wo momentan alle Schwierigkeiten haben und darum kämpfen. Und du hast ein Stichwort gesagt, das mich absolut resoniert hat. Das Thema Sichtbarkeit. Vielleicht könntest du etwas so sagen. Warum Sichtbarkeit? Was ist denn das Problem? Also das Problem ist, dass die meisten keine haben. Mhm. Und da gibt es auch mehrere Stufen davon. Eigene Sichtbarkeit auf eigenem Inhalt oder eben Sichtbarkeit auf anderen Inhalt. Ja. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, diverse Fauxpas zu machen. Keine, meine, deine. Richtig. Ja. Also besser hätte ich es nicht können machen. Was ist denn das Problem, wo alle haben? Du hast vorher gesagt, von wegen Sichtbarkeit. Ich höre so ein bisschen in mein Sätzchen, man lebt in der Ökonomie für Aufmerksamkeit, weil wer die Aufmerksamkeit hat, hat keine Sichtbarkeit. Definitiv, ja. Und die Leute haben immer das Problem, sie brauchen dann Sichtbarkeit, aber haben nie etwas dafür gemacht. Richtig. Oder jetzt muss oder machen sie es nur für den. Oder machen sie es für den, das genau. Das ist viel schlimmer. Genau, oder? Ja. Leute, die sagen, ich habe irgendwie ein Event im Oktober und ich fange mal so im August an. Ja. Nächstes Jahr vielleicht, oder? Wenn überhaupt. Weißt du, ich habe ja keine Zeit, oder? Ja. Und wenn du ja jetzt ein Event machst, wie zum Beispiel jetzt Social Update am 15. Mai, ja, wo ja alle kommen, also ich hoffe, ich komme. Hoffe es auch. Ja. Da bist du jetzt schon eigentlich ja nicht erst seit gestern dran, also eigentlich schon seit einem halben, dreiviertel Jahr bist du wieder am Seiden, wieder ein bisschen etwas am Machen und so weiter. Richtig, oder? Richtig. Ja. Es ist schon ein Marathon und kein Sprint, oder? Das haben wir alle schon mal gehört, aber was heisst das jetzt konkret? Was heisst konkret? Also, du hast zwar jetzt etwas Schönes gesagt, dass es ein Marathon ist, und ich denke, das ist eher ein Biathlon oder sogar noch mehr, ein Triathlon. Weil wir müssen viel mehr Sachen machen, wie jetzt einfach nur auf LinkedIn das zu posten. Sondern man muss den organisieren, man muss Gespräche führen. Ja. Man sucht Partner, Sponsoren, also ja, Leute, die sich, beteiligen an diesem, ja, an dem super Event. Ja. Sechs Videofoti, Speaker, Zeichner. Vielleicht gibt es sogar jemanden, der ein bisschen Entertainment macht, also ja, verschiedenste Sachen. Das muss man auch alles seine Zeit zum Vorbereitung natürlich. Also das ist spannend gesagt, oder? Du hast gesagt, Biathlon, Triathlon, oder? Wenn ich einmal die Leute gehe beobachten und ich habe ein paar Kollegen, die das machen, das sind ja oftmals nicht nur Einzelkämpfe, sondern sehr viele Leute im Hintergrund, die am Arbeiten sind und dafür sorgen, dass das Velo dort steht, dass du richtig vorbereitet bist. Du bist ein Spezialist zum Schwimmen, du bist ein Spezialist zum Rennen. Richtig. Und du bist ja nicht der Einzige, der das stemmen tut. Klar, du bist das Gesicht dahinter, aber du hast ja auch ein Team, oder? Und mir ist vor etwas aufgefallen, als ich das Wort geschrieben habe. Oder? Sogar das Wort «Ich» ist ja drin. Also, ich muss etwas machen, du als «Ich» musst etwas machen. Jeder muss sich irgendwie reinbringen in den Moment, also sich mit eingeben, oder? Das ist natürlich super, wenn du Schweizerdeutsch verwenden für das Wort, dann ist es nämlich «Ich». Da funktioniert es noch besser. Ja. Natürlich, jetzt kommt der Baschi, der Sales, oder, der sagt, nicht nur das «Ich» sich, sondern eben auch das Paar Geld, dass da auch ein Effekt daraus rauskommt, ist natürlich extrem wichtig, dass man das Geld damit verdienen kann. Ja. Die einen versuchen das rein mit Spamming, also wirklich penetrieren, ein Event und Leute vertagen noch und nöcher. Das auch noch, aber ja, ich habe gerade ein aktives, das Thema, das mich gerade beschäftigt hat. Ja. Ich bin gebucht worden für ein Event und der Event findet nicht statt, weil sie zu wenig Leute haben. Was heisst zu wenig Leute? Gar keine? Oder 10? Die Zahl habe ich nicht bekommen, okay, okay, aber ich schätze, der Event wäre bis maximal 25 Leute gewesen, vielleicht 30. Okay, ja, ja, ja. Also ich denke mal, um das selbst können zu tragen, muss ein Minimum haben an der Hälfte. Ja, ja. Also wenn wir 10 bis 15 Leute hätten müssen haben, dass wir das machen können. Mhm. Jetzt findet der Event nicht statt und ich habe dann nachgefragt, warum nicht. Mhm. Ich habe gesagt, ja, ich habe ein Mailing gemacht und habe nur 3-4 Anmeldungen bekommen durch das Mailing. Mhm. Und dann hat er eine grosse Basis, hat er gemeint. Ich habe dann nicht gefragt, wie gross die Basis ist. Ja. Hat er gesagt 300, hat er gesagt, das ist nicht gross. Mhm. Aber er hat bis jetzt das jedes Jahr gemacht und jetzt unterbricht er die Serie. Etwas Schlimmes kannst du nicht machen. Ja. Also, auch wenn es nicht erfolgreich ist. Also, ich kann auch sagen, ich habe beim ersten und beim zweiten Social Update kein Geld verdient, kann ich euch sagen. Und das hat aber auch einen Grund gehabt, wo ich gesagt habe, das finanziere ich, das gibt meine Visibilität, ich bringe gute Leute zusammen, ich schaffe Kooperationen, nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen, wo ich sage, hey, look, das hilft mir. Ja. Also nicht nur als ich, sondern als sich, als Gemeinschaft zu denken. Ja, ja. Und ich meine, du hast etwas angesprochen, oder? Es ist ja immer so ein bisschen in
man redet so im Radius, so, so ich meine deine, seine und so weiter. Und ich glaube, sehr viele Leute haben oftmals das Gefühl, sie können mit irgendwie einem Effekt gerade mal schnell einen riesen Impact irgendwie machen. Oder? Und das ist ja, ja nicht, das ist ein Stufenprozess, das sind richtig 300 Leute. Oder? Ich meine, wo gehören diese 300 Leute hin? Sind jetzt seine 300 Leute schon das da draussen, also das Maximale? Ja. Meine, für dich wäre es ja, also 300 Leute kriegst du irgendwie innerhalb von wie viel? 5 Minuten? Was meinst du? Wenn du ja, Views hast, irgendwie, oder ich weiß. Ich weiß es nicht, ja? Ich weiß nicht. Aber ich kann sagen, heute haben wir fast 2000 Views erreicht in ja. einer Stunde. Ja. Also das auf LinkedIn, also kein anderer Kanal. Und auch nicht bezahlt oder sonst irgendetwas, kein gesponsert, ja. Nichts. Und das ist die Power dahinter, wenn man ja. das lange macht, dass man eine Fanbase aufbauen kann. Es sind alles Fans, aber ja, ja. es sind Leute, die mir es erstens gönnen ja. und zweitens auch sehen, dass ich den Leuten etwas Gutes tue. Genau. Also, ja. das beste Beispiel ist das Social Update hier. Es geht gar nicht um mich, sondern mhm. es geht darum, dass alle Leute, die kommen wollen, ja. Ein Update bekommen und die Möglichkeit bekommen, nach dem Update auch ihre eigenen Pläne anzupassen. Und sie können auch weiterbreiten. Unbedingt. Genau, ja. Ja. Und das, um das geht es. Ja. Also, seit dem ersten Social Update war das alles sehr, sehr spannend gewesen für mich ja. zu verfolgen. Was ich aber eigentlich, was wirklich passiert ist, ist eigentlich, dass die Leute, die ich zuerst gar nicht gekannt habe, aber die sich gegenseitig auch nicht gekannt haben, mhm. die in ein Zentrum gekommen sind. Du bist ja. dabei gewesen, du hast ja. gesehen, wie die Leute miteinander umgegangen sind, wie sie sich vernetzt haben, ja. wie sie sich unterstützt haben ja. auf den Social Media Kanälen. Ja. Das ist genau das, was ich wollte. Ja. Weil das ist ein Netzwerk, das man schafft. Genau. Und 150 Leute an Events bekommen, wird immer schwieriger. Also alle Messen gehen zu. Die haben immer weniger Besucher, weil es ja immer der gleiche Seich ist, wie sie sagen. Ja. Und das Einzige, was nicht der gleiche Seich ist, mhm. wenn du ein Update gibst, ja. wenn du mit absoluten Experten über ein Thema kannst reden oder kannst zuhören oder mhm. diskutieren allenfalls oder beraten lassen in diesen Sessions, dort hast du einen Mehrwert. Mhm. Wir haben vorher einmal über Mehrwert geredet, das kommt vielleicht nachher dann auch noch. Mhm. Also, ja. Ich gebe dir gerne das Wort, dass du es weiter zeigen kannst. Du hast vorhin richtig gesagt, es gibt so einen inneren Kreis irgendwie, oder? So einen inneren Kreis, wo in dem Moment wahrscheinlich die Leute sind, die effektiv vor Ort sind und sich engagieren. Und wenn man 150 Leute hast, dann 150 Plätze, oder? Richtig, ja. Am Forum, ja. oder? Am Update. Und in dem Moment wissen wir aber auch, erfahrungsgemäß etwa ein Drittel ist wirklich aktiv, also etwa 50 Leute. 50 Leute, wenn ich sage, hey Mol, ich finde das mega, mega cool, was ihr da machen könnt und ich trage das auch gerne weiter. Und die Kunst ist ja eigentlich, ich sage jetzt immer so, du musst aus dem inneren Kreis so ein bisschen in den äußeren Kreis irgendwie reinkommen, von wegen, damit du am Schluss effektiv in dein, also ins deine, ins Netzwerk reinkommst, oder? Richtig. Und ich glaube, da, der Gump, sie arbeiten sehr viel, aber nicht, weil sie da nicht etwas falsch machen, sondern sie machen da etwas falsch. Ja. Oder in dem Nukleus drin. Oder? Und ich finde es ja mega cool, das Thema ist ja Sichtbarkeit. Du bringst ja die Leute jetzt zusammen, auch die Speaker, die sich gegenseitig unterstützen und helfen. Der Nukleus, oder? Ja. Eigentlich da drin, mein Mehrwert, mein Nukleus, den wir natürlich da irgendwie aufteilen ja. und den nach außen tragen. Aber wenn du da keine Klarheit hast, dann funktioniert über das ja nicht. Definitiv. Dann kann es nicht funktionieren. Ja. Also, es gibt schon Wege. Ich kann mich mit dem ja schon sehr oft intensiv. Nein, ich zeichne nicht, das machst du besser als ich. Es gibt Wege, ohne den Mittelkreis zu machen. Respektiv, ja, es gibt einen Weg. Okay. Ich habe gesagt, der ist auch schnell erreichbar, aber hat den Beigeschmack, dass es extrem nach Werbung tönt, dass es extrem nach Salesy tönt. Ja. Und ich wollte gar keine Tickets verkaufen, ich möchte nur Leute in dem Event haben, die auch ein Update wollen. Ja. Und ja. ich behaupte, ich habe auch mal eine Analyse machen. Der Event, den wir machen, ist, wie viele Leute könnten so etwas brauchen. Ja. Und dann habe ich einfach mal in meinem Sales Navigator mal eingegeben, alle, die Leitung Marketing oder Leitung Sales sind. So. Mhm. Ja. Ja, das ist eine heftige Zahl. Ich kann mir vorstellen. Eine heftige Zahl. Ja. Und dann habe ich gesagt, das wäre ja, ich muss ja nur nicht einmal 1% bringen. Mhm. Und das ist machbar. Mhm. Also, die Leute, die kommen, das sind, also, manche sind Wiederholungstäter. Klar. Also, wir haben schon 25 Tickets verkauft. Mhm. Also, es hat. Es hat nicht mehr so viel. Der Aussi ist ja nicht schwierig, oder? Ich sage, es sind die 15.000, 25.000, was immer, das Netzwerk, die Reichweite, die erreichst du schon irgendwie. Oder die Frage ist,
wie kommst du jetzt eben nicht mit dem, also mit dem Druck, den du plötzlich hast. Jetzt muss ich anfangen Leute vertagen, jetzt muss ich anfangen Leute belästigen. Oder ich muss es mega teuer einkaufen, meine CPC auf LinkedIn. Er ist es wert, aber er ist für teuer. Für teuer, oder? Und was ist da die Möglichkeit? Wie kommst du eigentlich dann einerseits mal zu diesen 50 und wie kommst du über? Was ist da so in der. So, jetzt gibt es einen Steilpass, danke. Das nächste Mal, ich laufe ab jetzt nur einen Böllen über, mit einem Böllen um, ich schwör's. Auch wenn mir das keiner glaubt. Und ich das schon glaube, seit Jahren das Gleiche sagen. Es ist das Netzwerk. Das heisst, desto mehr Netzwerk du in deinem Netzwerk hast, desto interaktiver du mit deinem Netzwerk umgehst, desto schneller kommst du von dieser Masse in die Klasse. Du redest von Knotenpunkten, also von Vernetzungen. Ich rede von Quantität, ist nicht Qualität. Ja. Das ist das, was ich immer sage. Also der mit dem, aber der auch mit dem, und der wieder mit dem, und der mit dem, und so. He? Richtig. Ja. So. Ja. Und das ist das, was funktioniert. Ja. Warum baue ich massiv mein Netzwerk auf? Ich habe jetzt knapp 24'500, ungefähr, ich weiß nicht genau wie viel, aber 24'500 Kontakte. Ja. Und es sind zwar nicht alle Follower, weil ich sie penetriert habe mit allem. Aber das ist auch nicht so schlimm. Weil ich habe von den 500 Leuten, die mir nicht mehr folgen, habe ich 500 andere bekommen. Also, ja. Es ist aber das heisst, du musst den Nukleus musst du immer wieder irgendwo im Netzwerk drin haben und du musst dich immer wieder animieren, damit die miteinander interagieren, oder? Richtig. Ja. Es geht darum, also gerade vorhin habe ich ja gesagt, hey, cool, da hat es einen geteilt. Ja. Und was das Erste war, was ich gemacht habe, ist, hat überhaupt nicht Netzwerk. Ja. Das Erste war, was ich gesehen habe. Wie viele Leute sehen das? Ja. Aber jedes Netzwerk hilft ja. Ja, noch so klein, oder? Um das geht es ja. Desto mehr Netzwerk ich habe, desto mehr Multiplikatoren schaffe ich. Ja. Und dann komme ich wieder zum gleichen Spruch. Quantität ist eine Qualität. Wenn es die richtige Quantität ist. Wenn es in der richtigen Region ist. Ja. Wir bringen jetzt 5'000 Deutsche im Schweizer Netzwerk überhaupt nichts. Im Gegenteil, das schadet mir. Ja. Und noch mehr schadet es mir, wenn es dann noch von irgendwo sind, wo ich nicht einmal die gleiche Sprache rede. Ja. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich habe das Problem weniger wie du, weil ich rede weder Französisch, Spanisch, noch Holländisch, noch sonst irgendetwas. Ich bin ein deutscher Bräter, Niederlands. Ich rede das nicht. Also das heisst, mich interessiert der Content von dort schon gar nicht, weil die Leute nicht. Und ja, ich habe 2-3 von dort. Mhm. Aber das einfach aus der Historie heraus, weil ich die Leute persönlich kenne, oder weil sie LinkedIn-Experten sind, oder wir in einem Gremium zusammenarbeiten, oder in einer Gruppe. Das sind so Sachen. Du sagst ja, ihr arbeitet zusammen. Ja, wir arbeiten zusammen. Und das ist ja das, wo ich meine, der Amerikaner sagt immer, your network is your net worth, oder? Im Sinn von, du musst es auch schätzen und pflegen, weil jeder Kontakt, eben wenn er ein Netzwerk hat oder wenn sie das aktiv weiterverbreitet, aber das weisst du nur, wenn du interagieren tust. Mhm. Und jetzt, ich meine, die Frage, die immer alle haben, ist von wegen, du, wie machst du das überhaupt? Ich habe gar keine Zeit. Ja. Oder? Wenn soll ich das auch noch machen? Ich habe noch einen Job, ich habe eine Familie, ich habe irgendwie ein Hobby und Leben möchte ich auch noch irgendwie. Wenn machst du das? Zeit. Ja. Zeit ist Geld in dem Moment. Definitiv. Also das ist, dann sind wir ja schon vom Ich weg und machen das Bar. Ja. Genau. Ja. Und das ist die Thematik. Ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber wir machen genau den Service. Das ist ja genau das, weil die Leute sagen, Baschi, hey, ich habe die Zeit nicht, wir müssen das machen, würdest du das machen? Und da gibt es in der Schweiz noch keinen OT-Service. Aber hast du das Gefühl, dass das wirklich das verhebt? Weil, oder? Ich kenne die Anfragen zum Teil auch schon irgendwie, da kommen so die Growth-Hacker und sagen ihnen, komm, ich löse das für dich und ich mache für dich das in dem Moment. Das ist ja sehr unpersönlich und auch nicht zielführend. Danke nochmal für den Steilpost. Danke nochmal für den Steilpost. Also, Growth-Hacker vergessen, dass man Beziehungen aufbaut. Ja. Keine Beziehungen. Das ist das Problem der Growth-Hacker. Wenn sie schnallen würden, und jetzt lernen sie auch etwas, wenn sie Beziehungen aufbauen würden, anstelle von Massenmail und gerade den Pitch zu machen und Geduld zu haben, dass das viel besser funktioniert. Viel, viel besser. Ja. Eben, Growth Hacking ist nicht Beziehungen aufbauen. Growth Hacking heisst nur, ich bringe dich schnell mal dort her und ich tue deine Zahlen verpushen. Aber dass da innen die Beziehung und vor allem der Gesamtzusammenhang, den weisst du nicht. Keine Chance. Ja. Keine Chance. Das ist so. Ich bin die Woche bei einem Kunden und der hat gesagt, wieso soll ich mit dir zusammenarbeiten, nicht mit einem Growth Hacker? Ja. Und dann habe ich gesagt, erstens bin ich ja da, zweitens hast du denen ja nicht zugesagt, die sind vor mir da gewesen. Ja. Und der Grund hätte ich gerne von dir gewusst, warum. Er hat gesagt, ja, weil es schnell geht. Und gesagt, genau das ist das Problem. Ja. Wir können nicht 1000 Kontakte schaffen innerhalb von 3 Wochen und dann versuchen noch mit denen sich zu unterhalten. Genau. Das geht physikalisch schon nicht. Ja, richtig. Geschweige denn, auch wenn du einen Bot hinten anhängst. Er hat gesagt, dann ist das zu generisch und das ist nicht das, was funktioniert. Das funktioniert eben genau nicht, ja. Kennst du die Theorie von den sogenannten Kingpins? Kingpins, ja.
Oder alle die, die bowlen tun, die jetzt das irgendwie sehen und hören, die wissen, es gibt immer irgendwo, wenn du am Bowlen bist, oder? Und dann kriegst du den nicht. Du musst aber nicht den direkt herkriegen, sondern den, der umstoßen tut. Richtig, ja? Genau, ja. Ja. Wie kannst du die Kingpins identifizieren im Netzwerk? Also wie bringst du jetzt die, wie du sagst, nicht die Quantitativen daher, sondern die, die nachher das weiter verbreitet tun? Brauchst du einen Ambassador? Brauchst du irgendwie einen... Nein, es geht, ich wollte das eigentlich gerade in einem Beispiel gerade erwähnen. Ich mache Posts und auf diesen Posts gibt es ein paar Leute, die ein gutes Netzwerk haben. Ob jetzt die Message positiv oder negativ ist, von ihm spielt gar keine Rolle. Ja. Wenn ich mit dem interagiere, dem das schreibe, auf mehreren Linien, also erstens mal einen Kommentar drauf geben, das Zeug, das er geschrieben hat, auch liken, respektive auch bedanken. Und jetzt können wir schon uns bedanken innen eigentlich. Mhm. Dass ich dem direkt eine persönliche Nachricht auch noch schreibe und sage, hey, ich finde es mega cool, dass du immer meinen Kommentar likest und auch kommentierst. Weißt du, dass ich das und das auch noch mache? Zum Beispiel. Also ich gebe mehr Info, dass er fürs nächste Mal mit mehr Info kommentieren kann, zum Beispiel. Also eigentlich hast du einen doppelten Follow-up-Prozess. Oder er macht richtig, etwas, ja. Und du gehst aber wieder retour und sagst, okay, ich gebe dem wieder etwas. Und eigentlich tust du dann, oder wie es so im Social Selling Index einmal heisst, oder irgendwie Beziehungen aufbauen, oder? Also richtig. Wirklich auch pflegen, oder? Unbedingt. Ja. Also wir machen... Ich habe eine Weihnachtsaktion gemacht, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und wir haben rund 5'800 Leute angeschrieben und auch frohe Weihnachten gewünscht. Und mich bedankt, dass ich in diesem Netzwerk von ihnen war. Ja. Und gesagt, ja. Das Echo raus und hinten raus war gewaltig. Ja. Ja. Also das heisst, da hast du eigentlich einen Loop, oder? Das heisst, du musst eigentlich doppelt mit den Leuten interagieren, damit sie nachher weiterarbeiten können. Also eigentlich schon fürs nächste Mal vorbereiten. Richtig. Ja. Nein, das ist... Also die einen sagen Entertainment oder Education, ja. Und ich sage, das ist heute Pflicht. Ich finde das Wort Unterhaltung so schön, weil es zwei Komponenten hat, oder? Oder du bist eben am Interagieren, zwei, du haltest eben die Leute natürlich auch, oder? Genau. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich habe die Leute immer das Gefühl, eben, nochmals kurzfristige, ich muss jetzt schnell irgendwie 50-100 Leute erreichen, wundern sich, wo nur 3 irgendwie reagieren können. Aber wenn ich es da schaffe, die Leute in mich zu binden, die Knotenpunkte, die du da schon erwähnt hast, oder wenn ich die finde, dann funktioniert es ja, oder? Definitiv. Aber das ist ja genau das andere Problem. Du musst ja da musst eine Strategie haben. Du solltest ein Geschäftsmodell haben, das dahinter steckt, und dann musst du zwar ein Zeug noch füttern. Hast du übrigens gewusst, dass der Google-Algorithmus der hat in einem Projekt drin? Ja, haben die, die es updated haben letztes Jahr, haben sie das Ganze Eat genannt. Essen. Ja. Das steht übrigens für Expertise, Autorität und Trustworthiness, also Vertrauen. Ja. Also Expertenwissen, Autorität und Vertrauen, oder? Ja. Aber Eat, was brauchst du zum Futter, oder? Und das heisst, die Leute haben ja oftmals das Problem, ja super, ich bin nicht auf dem Level, wo ich jetzt jemandem kann da einen Expertenrat geben oder eine Checkliste schicken oder und so weiter. Wie kommen denn die gleich als Futter, damit der Algorithmus da wieder etwas zum Fressen hat? Wie kommst du an Content heute? Relativ einfach. Ich sage, das ist mega einfach. Okay. Also die verstanden haben, dass Content Creation eine Sache von Minuten ist, und ich trainiere das ja auch, wie vielen Unternehmen, fangen doch einfach mal an mit dem Daily Business, was das Thema ist. Also gestern bin ich in der Immobilienbranche und die haben gesagt, ja, ich weiß ja gar nicht, was posten. Und dann sage ich einfach mal banal, hey, wenn du nicht weißt, was posten, dann hast du sicher eine Frage bekommen von einem Kunden oder von jemandem, der etwas interessiert hat. Und wenn du diese Frage rausdrehst, dann holst du mehr Leute ab. Erstens kannst du als Experte dastehen, weil du ja das beantworten kannst. Zweitens du schon Vertrauen aufbauen durch das. Ja. Also genau, die Punkte eigentlich. Ja, am Schluss nicht Vertrauen, oder? Genau. Ja. Also das Ziel ist, auch wenn du 100 Kontakte hast oder 100 Follower hast, dass du für die 100 dann echt wirkst und auch als Experte kannst dastehen. Das ist mega wichtig. Das ist also, das, ja. Netzwerk spielt gar keine Rolle. Es ist möglich, mit 50 Kontakten 2'500 Leute zu erreichen. Haben wir am letzten Social Drinks gemacht. 50 Kontakte, total in 48 Stunden, glaube ich, 10'000 Views. Mit 50 Kontakten, also soll man keiner sagen, es geht nicht.
Ich glaube, es geht schon, wenn du in dem Moment halt eben das System hast und verstehst, dass eben Moment der of Push, attention. Genau, du musst den Push, den Moment musst du finden, oder? Und du musst, das ist ja schön, was du gesagt hast, ich, den Hashtag dokumentieren statt kreieren, oder? Du musst dokumentieren, was du machst, weil ich glaube, jedes Mal ist etwas Kleines mit drin, oder? Ja. Jedes Mal hast du irgendwie so einen kleinen Wissensbissen irgendwo, wo du mitgeben kannst, oder? Und ich glaube, aber die Leute haben hohen Angst, oder? Ich meine, die Leute haben Angst irgendwie, ich meine, wir haben jetzt... Wer interessiert das, heisst es immer. Ja, genau, wen interessiert das, genau, oder? Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir jetzt da die Beruhigungsängste haben, oder? Ah, ja. Aber wir haben auch irgendwie mit 7 Kameras und 5 Mikrofone und alles ausgeleuchtet, sind geschminkt, oder? Genau, das Kamerateam. Können wir schon schwanken, dass das Kamerateam sind? Hallo Kamerateam, hallo iPhone. Aber du hast recht, die Leute haben Angst. Hä? Die Leute haben Angst, oder? Die Leute haben Angst, irgendwie... Falsch zu machen, vor allem. Ich bin nachher zu sichtbar. Das ist ja ein Paradox. Ja. Oder? Ich will die Sichtbarkeit, ich will nicht sichtbar sein. Ja. Ja. Also, wenn ich noch darf... Ja, unbedingt. Nein, ich darf nicht. Wo darfst, was das heisst bei mir hier... Ja. Eitelkeit. Hinten angehängt. Der ist gut, der ist noch nie gehört, gell? Yes! Ich kann auch immer etwas noch zeigen. Eitelkeit. Ja. Hast du gehört, die Leute sind zu selbstverliebt und zu eitel in dem Moment, oder? Ja, nein, sie haben Schiss, dass die Eitelkeit kaputt geht. Dass sie aus der Komfortzone rausgehen, weil sie ja etwas Neues machen und dann von Anfang an müssen, performen müssen. Ja. Ja. Weil wir wissen, einmal posten oder einmal etwas machen, ist keinmal etwas machen. Das ist so, ja. Ja. Also es geht da immer um, sagen wir, um Daily Training. Ja. Ja. Ja, aber das Ego ist eher der größte Feind, oder? Ego? Ja, mit dem müssen wir eh aufhören. Ego ist vorbei. Also, das ist nicht Ego. Schau, du gehst auch in ein Meeting rein und wenn da komplett etwas anderes will, bietest du ihm genau das an. Und gesagt, dort wirst du zum Experten. Mm. Nicht, wenn du sagst, ich komme fürs Personal Branding da und frage den Sales Navigator oder bin nicht vorbereitet. Also das geht nicht. Gut, du musst ja wissen, wie kannst du in dieser Person am Schluss helfen, oder? Ja, das Ziel ist ja das. Immer. Also, ich habe vorgestern ein Telefongespräch mit einem Start-up-Gründer von Winterthur. Ja. Und der sagt mir, du, ich habe das und das Problem, ich kann es jetzt nicht sagen, weil man findet sicher heraus, wer das ist. Und ich habe dem absolut unabhängig von LinkedIn, von Social Selling oder von Digital Sales etwas über einen Prozess können erklären können, wo er Sicherheit für sein Unternehmen kann. Und er hat gesagt, leck, das Telefon hat sich aber mehr gelohnt. Und wir haben nicht über LinkedIn geredet, weil das sind die 15 Minuten, die ich anbiete. Ja, genau, ja. Aber wie du es sagst, es ist ein Prozess und es ist ein System, oder? Ja, ja. Und ich glaube, du musst es einfach verstehen, du musst es auch irgendwie messen, du musst es nachvollziehen, oder? Weil sonst, eben das Punktuelle, jetzt mal etwas machen, das ist scheiße, oder? Nein, also ich sage auch schon länger, dass alles das, was man heute muss machen muss, eigentlich ein Vollzeitjob ist. Schon, die Leute versuchen, dass im Mikropensum von 15 Minuten am Tag das Gleiche zu erreichen zu wollen, wie einer, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Ja. Und dort fängt das Problem an. Ja. Also, wenn ihr digitalen Vertrieb aufbauen wollt, müsst ihr auch Manpower haben. Weil das ist eine digitale Filiale, die ihr habt. Und dort hat es Strom, dort hat es Kosten, dort hat es Personal, dort hat es Pläne, dort braucht es Zeit. Das sind alles so Faktoren. Und diese Faktoren, es gibt keinen Shortcut zum Erfolg. Den muss man machen. Den nehme ich. Die digitale Filiale finde ich schön, oder? Ja. Aber das Schöne ist schon, du hast einen Mitarbeiter, der die ganze Zeit am Arbeiten ist für dich, oder? Nämlich der Algorithmus. Oder? Ja, wenn er richtig wenn das alles gemacht ist, wenn es funktioniert, dann ja. Ich habe gesagt, also ich muss mal auf mein Handy, ich muss das Bildchen übernehmen. Also, das nimmt mich jetzt persönlich ins Wunder. Ja. Ich habe gesagt, 69 Likes, 13 Kommentare und wie viele Views sind das bei mir? 4.313 Ansichten. Das Ding ist 2 Stunden alt. Ja. Und ich habe gesagt, die anderen sagen, ich habe, wenn es hochkommt, 300 oder 500 oder ja. 10. Es gibt auch Leute, die haben 20.000-30.000. Ja. Das ist sensationell. Aber die müssen das gerade, also den ganzen Prozess müssen machen. Und gesagt, und die meisten machen das nicht. Ja. Da mit dem Bedanken, mit dem Schreiben, mit dem Dies, wie das da ist wirklich Time-Consuming. Absolut, ja. Lass uns noch ein bisschen zusammenfassen, bevor wir da irgendwie alle Zeitlimitationen sprengen. Das Verlinken haben wir eh schon gesprengt, auf 10 Minuten ist das Video vorbei. Genau, ja, dann machen wir mehrere Teile davon. Ja, genau. Was sind deine Hauptpunkte, die du wegnehmen würdest, jetzt, wo du sagst, das ist wichtig und richtig jetzt auf dieser Geschichte, die wir hier aufgearbeitet haben? Also sicher Netzwerk. Netzwerk, das ist eines vom Wichtigsten. Netzwerk, Reichweite. Digitale Filialen natürlich. Ja. Das ist für mich... Ja. Das sind die Sachen, die mich hauptsächlich beschäftigt, sind eigentlich die Sachen. Ja. Und natürlich das Ich und das Geld. Also ich bin Sales, darf ich nicht. Klar. Muss ich immer wieder sagen. Bar
ist ja. für mich Geld und ja. ich muss bar machen. Ja. Und das nicht nur ich, sondern assoziiert auch an meine Kunden. Natürlich, das, ja. Die, ja, das meine deine Netzwerke, oder? Am Schluss so. Ja. Genau, ja. Ja. Für mich ist so ein bisschen der Punkt herkriegen, wie komme ich jetzt da vom inneren in äußeren Kreis, oder? Und wie kann ich das irgendwie füttern im Rahmen vom dem Eid von dieser Expertise. Und was ich von dir mitnehme, ist wirklich das mit den Kingpins, wo du sagst, du musst punktuell daran arbeiten, aber wir noch eins drauf geben, oder? Definitiv. Ja. Also, ein Paradebeispiel. Man vernetzt sich mit Leuten und hat noch nie mit dem geschrieben. Ja. Ein Paradebeispiel. Ja. Klar, auch ich habe mit gewissen noch nicht schreiben. Mhm. Ich habe diese Woche aber etwas gesehen. Ich bin mit einem seit 2016 verbunden. Ja. Anfangs 2016 hatte ich keine Message. Okay. Der hat etwas geliked auf meinem Profil. Aha. Was ich gemacht habe, war, hey, übrigens, wir sind seit 2016 verbunden. Ja. Ich würde auch gerne mal mit dir telefonieren. Ich würde dir gar nichts verkaufen. Ja. Ich möchte einfach wissen, wer du bist. Mhm. 15 Minuten, hättest du Lust. Ja. Was ist passiert? Termin gebucht ist gekommen. So soll es sein. Genau. Also, das sind Beziehungen und ab und zu muss man auch etwas, was man vergessen ist, dann nochmal auffrischen. Ja. Weil er ist eine spannende Persönlichkeit, ich bin aufs Profil gegangen, was er gemacht hat. Ja. Ist vielleicht auch in der Lage, so etwas dann auch in seinem Unternehmen zu pushen. Also ist nicht alles vergebens. Ja. Ja, aber man muss etwas machen. Man muss das ist das, was du sagst, oder? Das ist ja das. Oder es ist Beziehungen aufbauen und nicht nur das Growth-Hack, weil du musst Commitment haben. Wenn du da kein Commitment hast und du nicht sagst, ich will einem anderen einen Steinpass geben, ich will da drüber raus, ich will diese Punkte unbedingt machen. Wenn du das nicht hast, das Commitment, dann wird es extrem schwierig. Ist es so. Ja. Coole Sache. Hey Baschi, danke vielmals. Immer geil. Danke, merci, gell? Danke. Das nehme ich mit, das werden wir fotografieren. Aha. Nice. Nice, cool. Tschüss zusammen.